Wir sind, ja, wie ihr seht, schon abfahrbereit. Wir fahren auch direkt los, weil, wie gesagt, wir gucken uns heute noch ein Städtchen an oder ein Dörfchen oder was auch immer das ist. Und dann fahren wir noch ein paar hundert Kilometer. So, also wir fahren jetzt zuerst nach Vilna. Gestern wurde im Chat gesagt, ey, guck dir doch mal auf jeden Fall Vilna an, weil Vilna ist richtig krass. Deswegen fahren wir da gleich hin. Wir haben noch nicht gefrühstückt, nix. Der Nils hat sich gerade eine Stulle gemacht und sich mal kurz was rein gedingst. Genau, aber wir fahren jetzt nach Vilna, gucken uns ein bisschen um, werden dort was essen und dann fahren wir von dort aus, wie gesagt, nach Lötzen. Auf den Rücken, Chat. Hm? Kommt ihr zu mir auf den Rücken? Das ist eine sehr christliche Stadt hier. Mhm. So, wollen wir? Ja. Jetzt können wir wieder ein bisschen laufen. Es riecht nach Rippchen, das war schon klar, dass wir hier essen. Also, ich rieche tatsächlich nur Essen, aber Rippchen oder sowas? Nee, Rippchen habe ich schon rausgerochen. Ich muss das gleich da rauschecken. Look at these guys, so beautiful. Oh, perfect. Thank you. It's like more drink, or? Yeah, can I get a water? Water? Okay. And another Pepsi, please. Huh? Yeah. More guy. Was Zocken vermisst haben? Also, ich nicht wirklich. Ich glaube, wenn einer, dann Nils, oder? Wenn überhaupt. Geile Scheiße. Fotos machen wir interessanter. Ich dachte, da kommen so 2, 3, 4 Kroketten oder so. Sind doch 2. Boah, Alter. Schon probiert? Wow. Erstmal gemacht. Ich habe eine Frage an Sascha. Welches Tattoo für dich die meiste Bedeutung oder gefällt dir am besten? Die meiste Bedeutung hat der Schriftzug hier auf dem Arm. Da steht, wenn man es lesen könnte, Music was my first love. Das hat also die meiste Bedeutung. Und das Schönste ist hier auf dem rechten Oberarm, glaube ich. Den Tiki, den ich habe, den finde ich extrem geil. Ja. Aber ich finde eigentlich, ich mag alle meine Tattoos. Tja, wer scheiße wird nicht. Ja. Wer hätte denn Pech? Das, was wir nächstes Mal machen, also wenn wir so eine Tour nochmal machen, irgendwo hin, dann lasse ich mir, okay, wenn ich alleine so eine Tour irgendwo hin mache, dann lasse ich mir da ein Tattoo stechen, wo ich hinfahre. Das hatte ich letztes Jahr schon vor. Aber irgendwie habe ich es dann auch vergessen, nicht mehr dran gedacht, aber das ist eine coole Erinnerung. Also im Idealfall. Im Idealfall ist das eine gute Erinnerung. Wo du siehst richtig so nach Bett aus, ne? Was sehe ich? Nach Bett aus. Nee, jetzt geht's. Ja? Ja. Dauert halt immer so ein bisschen. Ne? Echt? Ja. Wem sagst du das? Nee, ich meine, wenn du krank bist. Ach so, ja. Ich hab halt komplett nebenhöhlich. Ich bin komplett zugeschissen. Auf jeden Fall bin ich gerade schon wieder im Fotomodus. Du bist im Fotomodus? Mhm. Oh, Aber hier ist nichts. Das Essen hat gekostet 32,30 €. Mit den ganzen Getränken? Mit den Getränken, mit dem Essen, mit den Beilagen. So, alles schön neu hier, wie man sieht. Alles neu renoviert, saniert.
So wie es sein muss in so einer Stadt. Chat, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe. Die Aufgabe lautet, findet mal bitte heraus, was in Litauen so das Durchschnittseinkommen ist. Könnt ihr ja bestimmt irgendwie googeln. 612 Euro? 700? 4000 brutto in Euro? Hä? Okay, ich glaube, ich google selber. 20 Spins. Voll schön. Okay, 700 Euro ist, glaube ich, eine Zahl, die oft genannt wurde im Chat. Das Durchschnittsmonatseinkommen liegt bei 700 Euro. Das ist jetzt nicht so viel. Aber das habe ich mir schon gedacht, wenn du hier für 30 Euro essen gehen kannst, für zwei Personen, mit einer großen Portion und vielen Getränken. Wir hatten alleine, ich hatte drei Getränke, du auch zwei, ne? Ja. Das ist halt fünf Getränke. In Restaurants, da zahlst du alleine das schon für fünf Getränke. Und hast noch nichts gegessen oder sonst irgendwas. Krass. Hatte ich das Fotografieren jetzt auch angefixt? Ja, was heißt angefixt? Also, du hast den Schlüssel übrigens, ne? Ist schon geil, macht schon Spaß. Ein paar coole Bilder habe ich ja gemacht, glaube ich. Aber wenn die Tour vorbei ist, ist damit auch erstmal wieder gut, weil du musst die Kamera kaufen und Objektiv kaufen und das ist wieder, kostet wieder Geld des Todes, kostet auch Zeit und da bin ich, glaube ich, tatsächlich raus erstmal. Tschüss, ne? Also bis auf Warschau haben wir alles mitgenommen, Leute. Wir waren in allen Hauptstädten der Länder. Live mit euch übrigens. Wir sind wie viele Kilometer gefahren? Stand jetzt 4.682. Plus 80 Kilometer Fähre. Und plus morgen nochmal? Plus morgen nochmal kommen wir bei 5.000 Kilometer raus. Ja. 5.000. 5.000 Kilometer, wir sind wieder in Berlin. Wir sind in Berlin, Leute. Abgefahren. Viel abgespaced, man. Viel abgefahren. Viel abgefahren, ja. Viel abgefahren. Heute 700 an der Zahl. Ja. Du warst der nette Mitfahrgelegenheit. Halt's Maul. Okay, Chat, ich mach jetzt aus, weil wir laufen auch echt auf dem allerletzten Akku, den wir so haben. Hier ist wirklich alles leer. Sowohl die Geräte als auch wir. Ja, die Geräte als auch wir. Also wir fahren jetzt zum Schlafplatz und dann sehen wir uns morgen. Dann sehen wir uns morgen nochmal. Danke fürs Dabeisein, Chat. Danke fürs Mitmachen. Ja. Fürs Begleiten. Vielen Dank für den ganzen Support, der reingekommen ist. Das war ja auch nicht so knapp. Also ich sag das jetzt mal für hier. Wahrscheinlich denke ich mal morgen auch nochmal für sich. Ja. Vielen Dank für die ganzen Follows auf Instagram und Twitter und Twitch und das ganze volle Programm bei mir als auch bei Sascha. Und wir, glaube ich, gönnen uns jetzt erstmal eine Tüte Schlaf. Ja. Dann mache ich die Karre jetzt aus und sage tschüss aus Germany. Macht's gut, Chat. Tschüss, Chat.
Gute Nacht. Bis dann.